Leute, ich bin's wieder, Omlin. Und heute bin ich jetzt nicht in Wien, sondern in Bangladesch. Und heute mache ich eine kleine Wohntour. Ja, und los geht's. Jo, hier haben wir die Koffer, weil wir vor ein paar Tagen erst gekommen sind, 4 oder 3. Hier haben wir einen Kalender, hier ein komisches Licht. Ja, ich habe nicht viel zu zeigen. Hier ist eine, keine Ahnung, Klimaanlage, ja. Und dann die Freunde. Und da ist das Fenster. Und da ist die schöne Aussicht. Warte. Jo, so sieht sie aus. Ist jetzt ein bisschen kalt hier, ist fast nie warm. Oh, und das ist mein Bett. Und das ist so eine riesige Decke, die mein Onkel mir aus Arabien mitgebracht hat. Aus einer Hochzeit, die schief ging. Dann verrate ich jetzt nicht, wieso die Hochzeit schief ging. Und da ist die Toilette. Das sage ich jetzt nicht. Aber da ist jedenfalls die Toilette. Und da ist einfach eine Halle drin. Da ist ein Haken. Wir geben immer darüber so ein Netz, damit Mücken nicht stechen. Deshalb. Und da ist meine Veranda. Ja. Und da ist so eine kleine Bude. Da sind die Nachbarn. Haus. Außerdem, dieses Haus gehört mein Vater. Er ist hier, also sozusagen der Boss. Lustig, ne? Und ja, hier ist das Haus. Ja. Hier. Okay. Ah, der dreckige Stuhl. Und einer Stuhl. Und ein Stuhl ist kaputt. Ah! Da kann man nicht fliegen einfach. Der hat mich voll erschrocken. Und der Typ auch. Also, das ist so eine Maschine für die Klimaanlage, damit sie funktioniert. Ja, und da ist so ein Rohr. Und da ist so ein Sofa, wo man auch gleichzeitig schlafen kann. Da ist so Kleidung und so. Und da ist ein Schrank. Kleidung. Ich kann nicht öffnen. Also ja, das war's mit dem Video heute. Sorry, dass ich lange nicht mal ein Video gemacht habe. Ja, ich musste für die Schule lernen. Aber jetzt habe ich genügend Zeit. Naja. Und wegen dem Let's Play, das wird, glaube ich, ein bisschen komisch sein, weil ich habe mir GTA 3 gedownloadet und es war fake. Es kommen nur so Gutscheine oben drauf und ich wollte es löschen, aber es geht nicht. Jedenfalls, ich kann es komischerweise nicht löschen und es schickt mir dauernd Werbung. Das ist irgendwie komisch jetzt. Tja. Aber ja, ich versuche alles zu geben. Wenn ich das weggeben muss, muss ich alle Apps löschen. Alle. Okay, ja. Tschüss, Leute.